ich schwor dir und ich trat in einen Bund mit dir, spricht Gott der Herr, und du wurdest mein. Das sind die Worte des Propheten Ezechiel aus dem Kapitel 16, Vers 8. Diese Worte hat Gott über unser aller Leben gesprochen. Und ich schwor dir und ich trat in einen Bund mit dir, der du gerade zuhörst, und du wurdest mein. Der Bund ist ein Rechtsverhältnis zwischen zwei Vertragspartnern. In unserem weltlichen System kann so ein Bund gebrochen werden, er kann gekündigt werden, wenn sich die Vertragspartner nicht an die Abmachungen halten. Mit dem Bund Gottes zu uns Menschen verhält es sich anders. Hier hat Gott seine unendliche Liebe zu uns Menschen unwiderruflich bezeugt. Kein menschliches Verhalten kann diesen Bund brechen. Kein Versagen meinerseits zerstört diesen Bund. Ich bleibe mein ganzes Leben lang in dieser Liebe. Ja, selbst im Sterben hält Gott uns Menschen die Treue. Ja, sogar wenn wir gestorben sind, bleiben wir im Bund. Auch wenn das Unvorstellbare eines Tages sich ereignen wird, dass es diese Welt, so wie wir sie kennen, nicht mehr gibt. Der Bund Gottes zu uns Menschen, der bleibt. Er hält uns in seiner Liebe die Treue.